Wer bist du, Alice? Also, wieder an. Moment, das hat er, das habe ich jetzt aber nicht erwartet. Definitiv keine Spuren mehr am Boden jetzt hier gerade. Es könnte mich gleich was anspringen. Könnte. Ist, glaube ich, auch hier lang gerannt. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier was finden. Aber ich sehe nichts hier. Hier geht's auch gar nicht durch. Also diese Soundkohle sind, ne? Unglaublich. Ich sag's nochmal, stinknormales Stereo-Headset, was ich aufhab. Aber läuft. Oh, 0:38. Was? 0:38, also wir könnten langsam feiern. Soll ich mal rangehen? Say, somebody there. Anybody. Okay, ich habe nur noch die Kamera. Boah. Ich bleib geduckt. Boah, es wird mich sowas von fertig machen, glaube ich. Hilfe! Ah, ich liebe es. Ich könnte eigentlich auch wirklich schneller machen. Das hat ja eh keinen Sinn, glaube ich, ne? Was passiert? Es spielt keine Rolle, ob ich das schnell oder langsam mache, glaube ich. Warum ist da ein Hirsch? Okay, nochmal Spur. Also da bin ich ja jetzt hergekommen. Ist alles klar. Da stand jetzt plötzlich jemand vor mir. Vielleicht war es der Adam. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es. Okay, schon wieder. Alles klar. Habe ich heute schon jemanden erschossen? Alles klar, hier ist viel Blut. So. Ich bin der Meinung, es könnte irgendwann mal hier auch Feierabend sein, ne? Aber deswegen wurde mir wahrscheinlich auch gesagt. Deswegen wurde mir wahrscheinlich auch gesagt, das Spiel zieht sich am Ende wieder ein bisschen künstlich, beziehungsweise sie strecken es künstlich. Müsste jetzt vielleicht nicht sein, ne? Nach wie vor. Spuren auf dem Boden. Shit. Und das hier ist ein Polizeirevier, Schreibtisch, Dingens, Bummens oder so. Ah ja, ein Dokument. Off the record, Alice. Was soll das besser? Und wer ist das? A local teenager allegedly involved in a convenience store robbery was shot by a police officer arriving at the scene. The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition.
Local authorities confirm that the suspect was unarmed. Unarmed. Okay, also haben wir scheinbar auch so einen kleinen Jungen, was heißt klein, aber einen Jungen halt erschossen. Mehr oder weniger im Affekt, ne? Ich frag mich jetzt nur, wo lang ich jetzt gehen. Ah ja, Spuren, ne? Immer den Spuren folgen. Hier interessiert uns mal nicht. It's not where it all started, is it? Weiß nicht. Wo hat's denn alles angefangen? I've seen this room before. Was war denn da? Ach nee, oder die soll ich doch nicht nehmen. Die werden immer deutlicher, ne? Am Anfang waren die ja noch recht unförmig. Man hatte gedacht, ah ja, ist halt so ein bisschen rumgeschnitze. Es nimmt aber deutliche Formen an. Okay. Here comes our handsome lad. Hey, is it true you've gotten a pretty face off of basic training? Hey, look. Hey, shh. Oh. Da ist ja jemand. Ist das der Psycho? Ui, viele Leute. Ja gut, was haben wir hier? Komme ich nicht mehr raus. Ja, dann muss ich wohl zu Ihnen. Herr Soldat, bitte schreien Sie mich nicht an. Okay, macht er ja nicht. Und Sie, Sir, Sirs, Sir. Gentlemen? Sir. Yes, Sir. Alle umdrehen, okay. Freaking Butcher. Das Schlechter. Ui. Sir. 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 Ja. Sir, Sir, Sir. Oh, ich glaube, der Alice hat ganz, ganz schlimme Sachen gemacht und vielleicht nicht alle aus Versehen. Hä? Ich hoffe mal nicht, dass er noch viel mehr böse Dinge getan hat, weil dann zieht sich das Spiel hier noch länger. Ist jetzt gerade tatsächlich so ein kleines bisschen. Also ich fragt, muss das jetzt wirklich sein, dass das Spiel hier weitergeht? Könnte man das nicht etwas kürzer fassen? Ich meine, die Atmo ist geil, da kann man jetzt nichts sagen, ne? Und ab und zu gibt es auch einen Jumpscare. Ist alles nicht schlecht. Monarch, this is Foxtrot 1. We confirmed enemy soldiers at 2 o'clock. They are unaware of our presence. Out. Ihr wollt mich doch verarschen. Meine Fresse. Also gut. Also von mir aus können wir jetzt Feierabend machen, ne? Oben geht nicht. Okay. Keith? Wer ist Keith? Wieder der Keller. Ja gut, jetzt geht's wenigstens nirgends mal anders mal hin. Aber wir wissen ja, solche Psycho-Horrorspiele öffnen Türen an Stellen, wo es eigentlich gar keine. Gut gemacht, gut gemacht. Wasser. Klasse. Ja, ist in Ordnung.
Geht klar. Inkompetent. Alles klar. Amateur. Beziehungsweise Anfänger. Will noch jemand auftauchen, so plötzlich, aus dem Nichts? Ja. Da steht wieder was. Wo? Mörderer. Mörder. Hm? Da steht unheimlich viel. Moment, ich muss echt näher ran. Aufmerksam geworden, dadurch konnte sie einen Überraschungsangriff ausführen. Gefallene Kämpfer: Alan Palmer, Ashley Elwood, Roscoe Hayward, Oliver Marley, Sylvester Boyce, Keith Forrest. Sind das die Namen von den Marken, die wir gefunden haben? Wieder Puls. Okay. Was ist das denn? Was? Ist alles sehr komisch hier. Es könnte jetzt echt langsam mal Feierabend sein. Jetzt laufe ich schon zum wievielten Mal durch das Haus hier von oben bis unten. Es muss ja nur irgendwie mal gut sein. Ich meine, es ist ja gut. Es ist ja nicht so, dass das Spiel schlecht wäre. Ja. Es ist ja eine wunderbare, gruselige Atmosphäre. Ui, hallo, der Ketten, nicht Ketten, Kreissägen-Typ. Das war ich wahrscheinlich auch selber. Eigentlich, ne? Ich lass mal hängen. Ist eh schon alles kaputt. Moment, liegt hier noch was? Oh, ne. Das hier wird gleich alles zusammenbrechen, denke ich, wie wir es vorher auf dem Video gesehen haben. Beziehungsweise ich muss das Video anschauen. Genau. Aber weiter geht's hier nicht wirklich. Okay, gehen wir halt nochmal kurz zurück hier, mal gucken. Ist noch irgendwas anderes hier? Vielleicht durch den Kamin? Nö. Und Spuren auf dem Boden auch nicht so wirklich, ne? Also, da geht's nicht. Da geht's schon zweimal nicht. Das heißt, hier jetzt vielleicht wieder Video angucken. Jawohl. Thank you.
Er ist hier. Dein Schatten. Mein Schatten ist hier? Sei vorsichtig. Alles klar. Ja, das war jetzt in Ordnung soweit. Shit. Ja. Muss jetzt aber meines Erachtens auch nicht sein, ne? Frage ist halt, kann ich jetzt noch hier dran mich vorbeischleichen? Sieh nicht nach oben. Ja, okay. Ich sehe nicht nach oben. Ich sehe nicht nach oben. Okay. Jetzt ist alles wieder in Ordnung, ja? Jetzt sind aber hier die Spuren auf einmal am Boden weg. Okay. Alles klar. Ja gut, aber es geht ja hier lang. Oder nur hier lang in dem Moment. Ja, zurückgehen ist ja Blödsinn, da ist er ja. Wenn er noch da ist. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier hin. In der Hoffnung, dass jetzt vielleicht mal Feierabend ist. Ah, ich höre schon wieder Schnaufen. Ja, ja. Geht gleich weiter. Diese Tür ist zugegangen. Die geht auch nicht mehr wieder auf. Da lang geht es jetzt. Hier ist aber auch irgendwie was. Shut up! Hier geht's gar nicht lang, ne? Ja, sowas. Nee, oder? Das habe ich jetzt aber nicht dadurch getriggert, dass ich jetzt da mal kurz links um die Ecke gelunzt habe, oder? Ist ja echt dumm gelaufen. Nee, aber sieht so aus, als ginge es hier doch lang. Genauso wie wir es wollten. Jetzt haben wir wieder Puls. Ja. Ist schon alles nicht unbedingt nötig jetzt hier zum Schluss, finde ich, ne? Das hätte jetzt... Irgendwas läuft da. Das hätte jetzt auch vor einer Stunde schon vorbei sein können, das Spiel. Beziehungsweise okay. Heulern. 3 Stunden 54, also ich bin jetzt schon wieder bald 4 Stunden dran, ne? Das heißt... Alan Palmer. Alan Palmer? Also das heißt, ich bin jetzt ungefähr 8, sagen wir mal, sogar zwischen 8 und 9 Stunden jetzt hier an dem Spiel dran. Keith Forrest, okay. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich vorher eine halbe Stunde lang bald den Hund gesucht habe. Sylvester Boyce.
was man ja da eigentlich nicht mit einbeziehen kann, weil er irgendwie durch einen Bug, bin ich der Meinung, einfach verschwunden war. Ist das trotzdem immer noch für ein Spiel, das mit 3,5 Stunden Spielzeit im Internet angegeben ist, viel zu lang, ne? They're all dead because of me. Ich glaube nicht, dass ich gerade noch schleichen muss. Spuren gibt's noch am Boden. Wessen Raum? God damn it. Okay. Was auch immer das jetzt bedeuten soll? Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, es könnte jetzt wirklich mal langsam zu Ende sein für ein 3,5-Stunden-Spiel. Ne? Ich weiß, dass ich nicht der schnellste Spieler bin. Ich weiß, ich verliere mich auch gern mal in Suchereien nach irgendwelchen Items. Ich weiß, ich muss hier jetzt vielleicht nicht auf dem Boden lang schleichen. Ich kann hier vielleicht jetzt auch aufrecht gehen. Weiß ich ja nö. Fehler. Versagen. Irgendwie, ne? Naja, versagt habe ich sowieso. Scheiße, dass mich das Spiel noch dran erinnert, ne? Dass ich eigentlich jetzt bei jeder Entscheidung bald versagt habe hier, ne? So. Was denn du? Jetzt ist hier nichts mehr. Hä? Keine Tür mehr? Da wird schon gleich irgendein Jumpscare kommen, ne? Ach, hi! Der Raum ist kleiner geworden. Ja. Ist alles in Ordnung? Wie sind das nur hier? Naja, vielleicht geht's da lang. Ne? Ah ja. Da ist er wieder. Der Hühnererschrecker. Nee, ich wollte eigentlich das Handy. Wer bist du, Alice? Also, wieder an. Moment, das hat er, das habe ich jetzt aber nicht erwartet.
Vorsicht, ja. Würde ich auch sagen.